Servus meine lieben Technik-Buddies und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir zwei neue Produkte im Test aus dem Hause Ugreen. Wir haben mal ein bisschen was für euch Nerds da draußen und zwar richtig coole Stecker, um diverse Dinge laden zu können. Kommt in zwei verschiedenen Farben. Einmal in so einem lila Ton und einmal in schwarz. Wir schauen uns jetzt mal an, was so drin ist in der Verpackung und dann gucken wir mal, für wen das was ist und wer vielleicht lieber die Finger davon lassen sollte. So, wir packen mal beide Kollegen aus. Einmal Kollege Nummer 1 und einmal Kollegin, muss man sagen. Kollegin? Oder darf man das nicht? Das ist ja süß gemacht, da hinten ist so eine Schleife drauf. So, wir machen dir mal kurz deine Folie ab. Da sind die beiden Süßis. Die schauen ja mal mega cute aus. Also, Cuteness-Faktor, glaube ich, darf man bei den beiden auf jeden Fall mal schon so ein paar Punkte vergeben, ne? Weil cool schauen sie aus. Grundsätzlich, was können die denn? Die haben drei Anschlüsse auf ihren Köpfen. Einmal USB-A und zweimal USB-C. Das Schöne ist, damit kann ich auch meinen Laptop schnell laden. Das heißt, MacBooks etc. gehen ohne Probleme. Am Anfang dachte ich mir so, hä, wie soll das Ding denn funktionieren? Bis ich gesehen habe, man kann einfach die Füße wegmachen und das ist mega geil irgendwie gelöst. So, Füße dran, hinstellen, ist halt irgendwie ein cooler Hingucker auf dem Schreibtisch. Vor allem, wenn man dann irgendwie beide hat und dann sich dann damit auch noch bedient, finde ich es halt irgendwie mega cool. Vor allem die Schleife hinten auf dem, ja, etwas weiblich angehauchten Charakter. Nice auf jeden Fall gemacht. Das Schöne ist, die beiden können halt 65 Watt Output liefern, was ich schon ziemlich, ziemlich geil finde. Gucken wir uns jetzt mal an, wie sie in Action ausschauen. Dazu holen wir uns mal eine Steckdosenleiste. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es ja ziemlich geil, dass ich damit mein MacBook laden kann. Also mein MacBook Air lädt damit wirklich sehr schnell, habe damit keine Probleme. Und auch wenn der Stecker im ersten Moment etwas klobiger wirkt, vergleicht einfach mal die Standardstecker von Apple dagegen, also die Riesenteile, die mitkommen. Natürlich der 65 Watt Stecker von Apple ist ein bisschen kleiner, aber der ist schon ziemlich cool. So, also wie gesagt, Füße ab, einstöpseln und dann seht ihr den Kollegen auch schon was machen. Witzig, dass sie da so ein Display eingebaut haben, so ein Pixel-Display und dann kann man sein Handy direkt zum Beispiel anschließen. Funktioniert auch ohne Probleme, also lädt ziemlich cool und während er halt lädt, gibt es so eine coole Ladeanimation, als die, was die Emojis halt eben zeigen, finde ich ziemlich cool. Ist halt irgendwie ein bisschen nerdiger Shit, aber ist halt auch irgendwie witzig gemacht, ne? Wenn man mal so guckt hier, man sieht es vielleicht auch hier in der Kamera, ich werde es vielleicht auch mal im Detail zeigen, ist halt ziemlich nice gemacht, wenn sie voll geladen sind, gibt es dann auch nochmal eine Animation, die angezeigt wird. Ja, ist ein Nice-to-have-es-Gimmick. Ich glaube, wenn man einen 65-Watt-Charger sucht, kann man da ohne Probleme einfach zugreifen, weil Preis-Leistung ist halt echt cool. Man hat irgendwie was, so ein Gimmick. Ich finde es halt irgendwie witzig, weil ich glaube, ich hatte es jetzt zweimal in der Arbeit dabei. Die Leute haben halt gleich gefragt, was ist denn das? Warum ist denn das so? Was hat das für eine Animation da? Sieht halt irgendwie witzig aus, wenn ihr bei uns in der Arbeit ist halt so. Wir haben auf den Besprechungstischen oben die Steckdosenleisten. Die sind ja häufig in den Tischen eingelassen. Und wenn man dann einen dieser beiden Kollegen dort einsteckt, sorgt es bei der IT-Welt dann schon für den ein oder anderen Lacher. Und alleine das, um so ein Meeting mal ein bisschen aufzulockern, fand ich schon irgendwie ziemlich witzig. Natürlich muss man jetzt sagen, wenn man die Größen vergleicht von den ganzen, sind sie nicht die mega kleinsten. Da gibt es natürlich auch kleinere Modelle, aber sie sind auch nicht die größten. Deswegen glaube ich, ist es genau das Richtige, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, hat man die Möglichkeit, das Ding einfach zu nutzen. Und wie ich auch schon gesagt habe, ist halt irgendwie ein cooler Hingucker. Ihr könnt mir ja gerne mal drunter schreiben, was ihr von den Teilen haltet. Ob ihr sagt, ey, ist totaler Mumpitz, weil mit Display braucht kein Mensch. Oder sagt ihr, ey, ist ein nices Gimmick. Kann man vielleicht auch so als Geschenk an Weihnachten zum Geburtstag für jemand, der so in dieser, ja, IT-Bubble, weiß ich nicht, vielleicht nicht IT-Bubble, aber halt der einfach in der, keine Ahnung, nerdigen Welt unterwegs ist, glaube ich, für solche Leute ist es ziemlich cool. Mir hat es persönlich gefallen, finde es halt ein kleines, nices Gimmick und der geile Output ist halt, ihr habt drei Lademöglichkeiten gleichzeitig. Sowas finde ich immer ziemlich sexy. Beim neuen MacBook ist es, glaube ich, so der kleine Charger, der mitkommt, der hat auch zwei USB-C Outputs.
Hier habt ihr halt wie gesagt drei Outputs, das finde ich noch ziemlich cool, weil halt noch der alte USB-A-Anschluss mit dabei ist. Ansonsten, wie gesagt, preislich kann ich jetzt nicht meckern. Es gibt viel, viel teurere Stecker. Es gibt natürlich auch den günstigeren Kollegen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht noch ein Kabel mitzuliefern. Aber das ist natürlich immer so die Geschichte. Legt man Kabel bei, legt man keins bei. Das machen Hersteller unterschiedlich. Ich finde es hier eigentlich ziemlich cool gelöst, dass es so ein All-in-One-Paket ist, was die Stecker betrifft mit den Füßen. Gewünscht, wie gesagt, hätte ich mir noch ein Kabel, hätten sie gerne mit beilegen können, auch für den Preis, der hier aufgerufen wird. Aber ansonsten, nices Gimmick für mich, ganz klarer Daumen nach oben, hat schon für einige Lacher gesorgt. Also, vielen Dank, kurzes, knackiges Video heute, bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, euer Basti. Tschaußen! I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.